Welch Freude, hier ist denn nun der neue Extra 3 Podcast. Hallöchen, ich bin hier in Hannover und hier startet heute die NPD ihren Wahlkampf in Niedersachsen. Und das schaue ich mir jetzt mal an. Hallihallo, hier ist ja schon Mörderstimmung hier, ne? Ja. Ja. Die Extra 3 Reporterin Olivia Jones macht sich auf die Suche nach den Spitzenpolitikern der NPD. Sie will etwas über das Wahlprogramm der NPD erfahren. Hallöchen, Herr Apfel. Also ich bin jetzt hier schon ein bisschen unterwegs, hat ja tierisch lange gedauert, bis man sie hier endlich mal gefunden hat. Gibt es denn da jetzt was ganz Besonderes, warum man die NPD wählen sollte? Da wenden Sie sich bitte an den Spitzenkandidaten in Niedersachsen. Der Herr Molau steht Ihnen sicherlich also gerne Rede und Antwort. Andreas Molau war früher Lehrer. Er müsste erklären können, wozu man die NPD überhaupt braucht. Damit wir einen Wechsel in der Politik hier haben. Ja gut, das ist natürlich also gut. Also geht es nicht ein bisschen konkreter? Damit jemand die deutschen Interessen vertritt. Was sind denn deutsche Interessen? Nein. Sie können mir einfach nicht sagen, warum man die Partei wählen soll. Das ist ja das Problem. Sie sagen nur, die Partei ist gut und wählt uns. Das kann doch jeder sagen. Sind Sie des Lesens mächtig? Na, es geht so. Es geht so. Dann haben wir ein Wahlprogramm. Im Schminken bin ich gut. Also das habe ich gemerkt. Warum denn so angeekelt? Das ist doch kein Problem, mein kleines braunes Häschen, oder? Also irgendwie ist das ja schade. So richtig Informationen kriege ich ja nicht raus hier. Die Extra 3 Reporterin wird mitten in ihren Recherchen unterbrochen. Ein schönes Bild. Okay, es ist ein bisschen mickrig, aber Sie haben sich so viel Mühe gegeben. Wir sind die Niedersachsen, fest und wert verwachsen, halten es um die Kindstand. Ich wollte ja wissen, es gibt ja so Gerüchte, dass die immer alle sagen, sie würden Hitler so toll finden. Das stimmt doch nicht, oder? Wissen Sie, das sind so Gerüchte, über die ich mich hier nicht äußere. Und wo kommen die her? Ich habe keinerlei Lust, mit Ihnen zu diskutieren. Ach, das hätte ich jetzt aber gerne mal gewusst. Die Reporterin gibt noch nicht auf. Hallöchen, Herr Pasteur, es kriegt ein kleines Interviewchen. Sie haben sich ja richtig fesch zurecht gemacht heute, super. Ich habe ein paar Fragen, wie läuft denn der Wahlkampf so? Also ich bin nicht bereit, in einem Umfeld des brasilianischen Karnevals Interviews zu geben. Bitte respektieren Sie das. Aber wenn man Ihr Jackett so sieht, dann bedeutet das aber was anderes. Oder Sie haben sich da auch lustig zurecht gemacht, ich auch. Ich sprach davon, dass... Das war aber gar nicht die Frage. Die Frage war ganz einfach, wie der Wahlkampf läuft. Aber trotzdem habe ich immer noch nicht herausgefunden, warum man jetzt die Partei wählen soll. Ja, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Aber ist es doch auch so langweilig? Dran eigentlich nicht. Also an irgendwas erinnert mich die Frisur. Irgendwo habe ich die schon mal gesehen. Tja. Was ich ja komisch finde hier bei der NPD. Nee, eine Frage habe ich. Die Frauenquote, die sind gar keine Frauen, oder? Nicht, dass das doch ein schwuler Verein ist? Man weiß es nicht. Ja, aber Frauen müssen doch da sein. Ihr müsst euch doch auch irgendwie vermehren, oder nicht? Dann entdeckt die Extra 3 Reporterin Olivia Jones doch noch so etwas Ähnliches wie eine Frau. Komm, gib mir die Fahne. Es ist, glaube ich, die erste Partei, die an den Start geht, ohne ein Programm zu haben und ohne irgendwelche Punkte zu haben, warum man sie wählen soll? Ja, so ist das halt. Mehr Satire gibt's natürlich immer um 23 Uhr donnerstags im NDR-Fernsehen Extra 3. Und tschüss.